Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und wir spielen die Woche Nummer 9, das zweite Final auf der Korn Ferry Tour, Finaltag. Und wir gehen auf die Back 9 hier auf Quail Hollow, einem Platz, ihr seht es schon, der deutlich hügeliger ist als der Platz, den wir letzte Woche gespielt haben. Und vor allen Dingen auch mehr Kurven im Spiel von uns verlangt. Wir schauen nochmal ganz kurz auf die Scorekarte, da wollte ich sowieso hin. Wir haben minus 1 gespielt mit 2 Birdies, einem Bogey, einem üblen Bogey, hätte ich beinahe gesagt, auf der 9. Aber das Leaderboard ist eng beisammen. Wir sind also geteilter Fünfter und der Erste ist im Clubhaus mit einer minus 3. Das ist also im Moment das Maß der Dinge. Da müssen wir hinkommen, wenn wir dieses Turnier gewinnen wollen. Aber für uns ist vor allen Dingen wichtig, wie sieht es mit unserem direkten Konkurrenten aus Schweden aus? Und da bin ich mal gespannt, wo der am Ende landet. Wir beginnen jetzt mit den zweiten 9. Und ihr habt es vielleicht gesehen, noch habe ich hier zum Zeitpunkt der Aufnahme, es ist Montag, noch kein Ryder Cup Symbol oder Ryder Cup Outfit hier an. Also noch ist das Update nicht da. Deswegen habe ich mich auch bemüht, möglichst noch einige Runden hier zu spielen, um hier noch Punkte zu bekommen für den Pass. Denn die Season ist dann zu Ende. Wenn der Ryder Cup startet, gibt es eine neue Season und wir fangen wieder von vorne an mit unserem Pass. Okay. Wir gehen auf die 10, 610 Yards, ein paar 5. Die Möglichkeit jetzt wieder hier Boden gut zu machen. Es ist ein Bergab, oh ja, Bergab Drive. Und wir müssen schauen, dass wir hier aufs Fairway kommen, möglichst über die Bunker hier rüber. Ei. Das werden wir natürlich nur schaffen, wenn wir hier den Draw spielen. Oh Mann, das ist jetzt Präzision gefragt. Ich schaue nochmal. Wir müssen hier an den Bunkern vorbei, wenn wir eine Chance haben wollen, mit dem zweiten aufs Grün zu kommen. Okay. Hilft nichts. Wir müssen es probieren. Ich wünsche uns für die Back 9 ein schönes Spiel. Oh ja, das sieht gut aus. Ja, springt ein bisschen nach rechts, well, aber das ist kein Problem. That is a fine tee shot right there. Yep. Aber 295 ist natürlich schon ganz schön übelst. Gonna take a big poke to get there, but a chance with his second to the par 5. Holz 3. Er will tatsächlich, dass wir dann Holz 3 runterschlagen. Wenn wir das Hybrid schlagen, dann können wir ihn eigentlich reinrollen lassen. Da vorne geht es ein bisschen hoch. 22 Fuß. Ich schaue nochmal. Das Hybrid. Genau über hier. Dann müsste er eigentlich rechts vom Stock. Wir haben genügend Luft, damit er hier auf dem Fairway noch aufkommt. Aber er wird sowieso Richtung Anfang grün fliegen. Deswegen nochmal ein bisschen hochspielen, damit er etwas kürzer bleibt. Ja, startet sofort rechts Richtung Bunker. Das ist natürlich ganz übelst. Okay, aber er bleibt zum Glück noch im Gras liegen. Das ist wichtig. Dann können wir pitchen. That second shot here to the par 5, Frank, got everything out of that. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway. And now a fairly straightforward third shot. Ja, wir müssen den Long Flop spielen. Den Long Flop. Wenn wir zu kurz sind, haben wir einen Bergab-Putt. Wenn wir zu lang sind, bergauf. Aber vor allen Dingen müssen wir die Richtung haben. Das ist wichtig. Ein kleines bisschen bergauf. Und lieber ein bisschen zu kurz als zu lang. Sonst rollt er uns eventuell hinten raus. Ja, wir sehen es nicht. Aber ich bin der Meinung, das müsste so passen. Ja, jetzt springt er nach links.
Jetzt fliegt der nach links anstatt nach rechts. Okay, das war's nicht. Das war's nicht, da wären wir vielleicht dann doch mit dem Pitch besser bedient gewesen. Ja, Downhill, super. 6, der ist schon ganz schön flott. Ja, und der geht über rechts. Nicht stark eigentlich, aber dadurch, dass wir den langsam putten, nimmt er natürlich das Break sehr schnell an und rennt dann runter. Komm, 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 komm! The pace was spot on. That ball somehow just decided not to go down. Ja, es zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden, unser Pech. So that's in for par to start this backside. Es fehlt immer dieses Quäntchen, dieses... Ja, dieses Stückchen fehlt einfach immer. The 11th hole was lengthened in recent years, making this a pretty challenging par 4. What do you think, Frank? It is, Rich. The two bunkers down the left side are almost all the distances that you would think of if you lay up or you go for it with a driver. So you have to respect that and just go a little right. It's a lovely tee shot, the way in which it flows in amongst the trees, though, on either side. And a deceptively quick green from back to front. So ein paar 4, 443 Yard, und das können wir mit Sicherheit schön lang hier reinspielen, weil der Wind uns hier etwas hilft. Wir werden da noch ein bisschen Draw reinbringen, hoffe ich doch. Und dann müsste er da eigentlich auch von der Kurve her hier links runterrollen. So ist die Idee, an den Bunkern vorbei. Ja, yep, oder? Ja, das müsste doch passen. Ja. Yep. Ja, der macht Länge, der macht Länge. 277 Carry. Das müssten über 300, ja, 311 in Summe sein. Ja, wie ich schon sagte, also das mit dem Putten, das kann natürlich ganz schön zermürbend sein. Ganz schön zermürbend, wenn du eigentlich immer gut puttest, aber immer so knapp, so ein paar Zentimeter, es halt immer fehlt, dass er nicht fällt und du das Birdie einfach nicht spielst oder das Unterpar. Was aber auch dann wieder der Tatsache geschuldet ist, dass wir halt einfach dann auch bei den Par 5 eben nicht mit dem zweiten auf dem Grün sind, denn mit dem ersten Putt würden wir mit Sicherheit so dicht dran liegen können, dass. Aber gut, wir haben jetzt noch 141 Yard. Rückenwind und es geht nach oben. Nach oben hieße normalerweise einen Schläger weniger. Mit dem Rückenwind einen Schläger weniger. Nee, umgekehrt. Wenn es nach oben geht, brauchen wir eigentlich einen Schläger mehr. So war's. Ja. Aber da wir auch ein bisschen Rückenwind haben, vor und hinter dem Stock ist eine Welle. Das Pitching Wedge müsste relativ schnell zum Liegen kommen. Das ist halt jetzt wieder die Frage. Finesse. Mit dem Eisen 9 ein bisschen länger. Wir wollen auf jeden Fall nicht in der False Front verhungern. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht in der False Front verhungern. Ja, jetzt bleibt er ein bisschen rechts. Okay, kommt noch ein bisschen runter, oder? Nee. Aber ist ein Bergabputt. It's a solid shot and a green in regulation, but a little away from the band. Yep. A birdie putt here at the 11th. All you have to do is start this online and let the slope do its thing. I don't see a lot of movement in it. Ja, das Problem ist jetzt hier auch nicht ganz so stark die Richtung, aber ihr seht, es geht kontinuierlich hier den Berg runter. Ruckzuck hat man hier vom Grün geputtet. Ruckzuck hat man hier vom Grün geputtet. Je langsamer wir werden, desto mehr wird er rüberbrechen. Ja, da wird einen richtig schönen, normalen Bogen rollen. Okay.
Komm, komm, der ist zu lang. Oh, that's a little suspect. It never really went as fast as I thought it would. 9 Fuß berghoch. Right about 9 feet here to the hole. 9 Fuß berghoch. Eigentlich linke Lochkante, weil der wird ja kaum breaken. Natürlich wird er etwas breaken, aber wir müssen ihm so viel mitgeben, dass er eigentlich kaum breaken kann. Okay, well done. It is a par here at 11. And he'll stay right where he is. Ja, man tut sich immer mit den Bergaufputts eigentlich leichter. Pretty to look at, but you can't stare at it too long, Frank, because it demands all of your attention. Very much a corridor of a par 4 down there. I don't think you have to hit driver down here. You see a lot of players in the tournament, they'll only hit 3 wood, just find the fairway. Or we'll kick a little bit to the right. The reason why you don't want to miss this fairway or mess with the trees is because this green is built up and it has the two bunkers that narrow the front entrance. So a fairway you must find. Ja, wir haben Gegenwind, 467, aber es geht ja deutlich bergab. Deutlich bergab. Und wenn wir unten aufkommen, springt er so nach rechts und läuft dann hier nach rechts rein. Okay. Okay, wir können eigentlich auf jeden Fall weit rechts spielen. Ja, startet schon wieder so leicht rechts. All right, in the fairway. This is where club selection is so important. Second shot into that stiff breeze. Gegen den Wind, aber berghoch. Eisen 8. Gegen den Wind, aber berghoch. Ja, da müssen wir eigentlich doppelt Gas geben. Weil es berghoch geht, müssen wir etwas länger sein. Und weil wir gegen den Wind spielen, müssen wir etwas länger sein. Wenn er aufkommt, wird er nach rechts springen. Okay. Ein bisschen mehr nach rechts. Jetzt wäre es mal toll, wenn er wirklich direkt neben dem Stock zum Liegen käme. Aber ich glaube, das müsste jetzt ein verhältnismäßig gerader Putt sein. And safely on deck. That's the main thing, but from that distance, really don't want to leave yourself like a knee knocker, like a 4 or 5 footer. So this first putt's going to have to be good. Also hier gibt's echt kein gerades Grün. Alles fällt. So, minus, okay. Alles fällt. Es ist egal, wo man hinkommt, es fällt immer. Man hat immer einen Break. Gerader Putt ist hier nicht. Die Grüns sind echt schwierig. Ja, es ist halt die Distanz auch. Ja, sofort rechts weg. Sofort rechts weg, da war überhaupt nicht auf der Linie. Wir sehen es auch. Ja, okay. Der war überhaupt nicht auf der Linie. Okay. Es breakt nach links. Wir müssen uns echt konzentrieren hier. Es breakt aber nur ein bisschen. No missteps there. It is a par here at 12. And he'll remain right where he is. So, wir sind immer noch siebter. Wir sind immer noch in den Top 10. 208 yards, and this begins a series of holes that will test even our best players. And the fast green on top of it, you know, Quail Hollow Ridge, as we know, is some of the quickest greens on the PGA Tour. Anything above this, above the hole on this green, is going to be very, very fast. Also the right side of the screen, if you look carefully, if you try and hit your iron shot at the right side, it has a tendency to kick further right, and more than often, it actually rolls off the green. Hmm.
Ja, okay, wir haben Gegenwind. Ein hoch angespieltes Eisen 4. Das ist ein bisschen höher. Kürzer. Ja. Aber wir haben schon Gegenwind und wir spielen das hoch an. Aufs Grün kommen. Ja, geht wieder rechts. Okay, okay. Yeah, that's a popular spot. He'll have that for his birdie at 13. 13 feet away. Ja, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Wir liegen nie richtig im Prinzip für einen guten oder für einen vernünftigen Putt. Es ist immer schwierig. So, es geht natürlich jetzt wieder runter. Bergab. Da war jetzt wieder zu viel. Got it there, but not quite on target. Ja, also indirekt ist es immer ein Kampf. Es ist immer ein Stück weit ein Kampf. Okay, safely in for par here at 13. And he'll stay right where he is. So, es ist eigentlich nie, dass wir wirklich zum Birdie putten, sondern eigentlich immer, dass wir gucken, dicht genug dran zu sein fürs Paar. Chance to be a hero. It's a par 4 and it's just under 350 yards. Give it some thought. You're feeling limber. You're launching them a long ways. Have at this par 4. So, kurz gesteckte Fahne hilft uns natürlich, hinter einen Stock mit Spin zu spielen, wenn wir lang genug sind, weil 309 Yard ist ja jetzt keine so große Länge. Wir haben ein bisschen Gegenwind, es geht bergab, der könnte auch fast reinrollen, ne? Der könnte natürlich auch übers Grün hinausrollen. Wie spielen wir den am vernünftigsten? Wir haben etwas Gegenwind. Der rennt hier auf jeden Fall nach links runter. Wir spielen den mal hoch an. Ja, startet schon gleich Richtung Grün. Ah, zu weit. Der hätte aufs Grün laufen können. Der hätte die Chance gehabt, wenn er nicht gleich links gestartet wäre. Ja, das ist auch so ein Punkt. Wir kriegen irgendwie die Bälle nicht mehr sauber auf die Linie. So, Blast. Wir spielen immer den berühmten Pick. Etwas länger, ja. Okay. Yeah, big explosion. Got it to stop quickly, and that will be a birdie opportunity coming up. Easy does it there. It's a birdie at 14. And his crowd loves it. The lead is down to one with four holes to go. 15th hole, the par 5, is 577 yards and a chance here to really turn the momentum in your favor. You're right, Rich. Very much a swing hole because eagles are in play. Sixes and sevens are also in play. Requires a long tee shot. You could say that on any par 5, but a long one downhill is going to go even further. And then if you've got the ability to hit your second shot very, very high, if you can do that, you can carry the front bunker and then you start to bring eagle in play. But err with a tee shot or err with a second shot and sixes, sevens, anything's in play.
So, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir den zum Landen bringen. Aber zuerst schauen wir mal kurz aufs Leaderboard, nachdem wir unser drittes Birdie auf dieser Runde gespielt haben. Naja, gesegnet sind wir ja nicht. Aber dieses Birdie bringt uns natürlich wieder in Schlagdistanz. Denn wir sehen es, die meisten sind drin mit einer 69 und die 68 führt. Aber da ist ein Kollege, der hier tatsächlich erst an der 7 ist mit minus 3. Okay, aber... Wie gesagt, wir müssen eigentlich ein Auge werfen auf diesen Schweden. Ronqvist, Blomqvist oder irgendein Quist. Okay, Vaughn Schmidt auch, okay. Aber der scheint hier gar nicht mitzuspielen und das macht es natürlich uns dann etwas einfacher. Denn dann ist es fast egal, wie viele Punkte wir machen, wenn wir in den Top 10 sind. Okay, wir müssen schauen, dass uns der Ball hier nicht zu weit nach links abhaut. Ja. Auf jeden Fall müssen wir hier ein bisschen Strecke machen. Noch ein bisschen mehr Fade. This one starting a little bit left. Ja, super. Super. Ja, also irgendwie die Drives sind ganz, ganz schlecht zurzeit. So, jetzt haben wir natürlich hier das Holz. Ja, da werden wir nicht hochkommen. Das können wir echt vergessen. Da kommen wir nicht hoch. Da werden wir nicht hochkommen. Wenn wir natürlich den jetzt da hochjagen, ja, dann liegen wir vielleicht irgendwo da links, dass wir dann drauf pitchen können. Naja, wir werden ein bisschen verlieren. Aber wir können es mal probieren, dass wir dann da oben reinbekommen zwischen rein. Ja, nimm die Kurve nicht an. Richtung Bunker, oder? Ja, springt nach links. Das ist gut. Da haben wir nochmal diesmal. Diesmal haben wir ein bisschen Glück gehabt. Okay. Und. Had half the equation on that shot. The distance. Not quite the accuracy. Missed it. Hair to the right. Yeah, not quite a foul ball. Kept it in the ballpark. And let's see how good you can chip. Ja, das ist genau der Punkt. Wenn er jetzt dann doch diesen kleinen Draw gemacht hätte, dann hätte er da hinten reinrollen können. Okay. Ja, der rollt dann zum Stock hin. Wir müssen also ein bisschen kürzer bleiben. 21, ein Drittel wären 14. Viel mehr will ich auch gar nicht machen. Er wird wieder nach rechts gehen, aber wenn er aufkommt, wird er nach links springen. Und ich will definitiv auf dem Grün bleiben. Ich will auf dem Grün bleiben. Deswegen werden wir den auch ein bisschen höher anspielen. Stopp, 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 stopp. Oh, nee. Jetzt sind wir im Prinzip genauso weit wie vorher. Ja, das dachte ich mir, dass man jetzt einen Chip anbietet. Texas Wedge. Aber von hier aus können wir auch chippen. 7. 4. Naja, vielleicht können wir ihn ja wieder einchippen, ne? Ja, der wird auf jeden Fall nach rechts gehen. Ja, shit. Chide. Chide. Und wieder das Paar 5 nicht genutzt. Wieder das Paar 5 nicht genutzt. Wir sind sogar erstmal mit dem vierten überhaupt auf dem Grün und der ist noch nicht drin. Der ist noch nicht drin. Es geht, genau, wir müssen hochspielen. Wir müssen hochspielen und zwar deutlich hoch. Der ist noch nicht drin. Ja klar, der wird das Break auf jeden Fall stark annehmen. Oh Mann. Ja. Ooh, that's got a little bit more movement than you think and that'll slide on by. Im Prinzip war der Fehler der erste Pitch, weil wir den einfach zu lang gespielt haben. Wir hätten einfach nur auf dem Grün bleiben sollen. Dann hätten wir mehr Möglichkeiten gehabt.
Also ich muss schon sagen, das ist ein bisschen wieder eine frustrierende Runde. Und wieder einmal das Par 5 nicht genutzt, ganz im Gegenteil, unser erspieltes Birdie wieder verloren. Now to the 16th hole, it is a better than 500 yard par 4 and it begins what they call the green mile. It is as tough a finishing stretch as you will find anywhere in golf. And it's also beautiful to the eye when you stand on that 16th tee. It does play downhill nearly 10 yards. So that bunker on the right side is 320, take away the 10, so it's about 310 to carry. If you can take that line, you will chew so much off this hole. And then the second shot also is a little down breeze and it has like an infinity edge. You can't see the back of this green. What a great way to start the green mile. So, es ist jetzt so, dass der Wind zum Glück den Ball in die Kurve trägt. Es ist ja auch kein kurzes Par 4, 500 Yards und die Fahne steckt auch noch hinten drin. Also das macht es dann richtig lang. So, jetzt ist natürlich die Frage, soll man tatsächlich so viel Fade spielen? Ja, das ist nämlich echt so ein bisschen ein Problem, weil ich weiß nicht, die Kurven nimmt da einfach manchmal nicht richtig, also ist es schwierig. So, was macht er jetzt? Nimmt er jetzt die Kurve? Ja, na klar. Na klar, logisch. And that will get into the bunker at the right elbow of this 16th fairway. Also ich bin ein bisschen irritiert, weil ich habe so generell das Gefühl, dass einfach unsere Drives deutlich schlechter geworden sind. Aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht, sind wir nicht mehr auf der Linie so wie früher. Und das kann ja nicht nur am Wind liegen. So, wir haben 86,93. Wir haben ein Eisen 4. Es geht bergab. Das heißt, ein Schläger eigentlich weniger. Der Wind. Ja, okay. Eisen 6. 86,93. Wenn wir zu lang sind, rennt er uns hinten raus. Okay. Mitte fair, Mitte grün. Das heißt, wir werden den hier rüber spielen, damit er auf jeden Fall Mitte grün kommt. Und wir werden ihn auf jeden Fall hochspielen. Okay. Okay. Sehr schön. Zumindest mal auf dem Grün. That's a pretty good shot out of the fairway bunker and it just nabs a piece of the green. Gonna have to take pretty much a full swing at this one with the putter because this one is into the hill and the hole is cut back. Ein Fuß hoch. Okay. Die ganze Zeit eher nach links. Es ist kein Double Break. Aber es ist eigentlich auch nicht viel. So, am Anfang, dann geht's hier rüber. Kontinuierlich. Und dann rollt er aber noch. Okay. So viel ist es nicht, weil wie gesagt, am Anfang rollt er stark. Da wird er wenig Break annehmen. Das Break nimmt er erst gegen Ende an. Er nimmt es zu früh an. Und er ist auch zu kurz. Yeah, easy to come up short on that one, but that's a decent effort. Okay, that'll be a par here at 16. And he'll remain right where he is. Ja, wir werden wieder ein bisschen durchgereicht. So much can happen here at the 17th. Par 3, 223 yards. This is where tournaments are won or lost. And it's also the signature hole here at Quail Hollow. What do you think of it, Frank? It's tough, Rich. It really is, because you have to make a decision. It plays about half a club downhill. That's 5 yards. And then the tendency is to try and aim it too straight, or in layman's term, try and hit too good a shot. Please, just aim a little to the right. Put another yard or two on your tee shot to the right side. Just respect that. And then you'll have an outside chance of making two. You will gain on the field. I promise you. Wenn ich mich halt tatsächlich darauf verlassen könnte, was da mit dem Wind passiert, ne? Aber mittlerweile bin ich da echt ein bisschen arg skeptisch. Ich meine, wir müssen weit links anhalten. Im Zweifel landet er im Bunker. Die Länge müsste er definitiv haben, weil wir Rückenwind haben. Also,
Das sollte doch eigentlich reichen. Und es geht ja bergab. Er startet sofort. Ach du Schande. So lang. Well, too bad, Frank. That one rolled right off the green. Dude, just coming out so hot. Still work to do to get this on the green. This his second. So, der Pitch geht nach rechts. 34. Ja. Obwohl wir den vorher hoch gepitcht haben, das hat überhaupt nichts gebracht. Der ist uns echt durchgerollt. Da vorne geht es dann auch ein bisschen runter. Das heißt, der wird dann da auch durchrollen. Aber wir müssen zum Stock hin. So, jetzt komm, jetzt roll ein bisschen runter. Jetzt ist er zu kurz. Jetzt ist er deutlich zu kurz. The strike was fine on the pitch shot. Ball first, then turf. Just wasn't really hit hard enough. A good 20 footer here. Jetzt ist er deutlich zu kurz. Und jetzt sieht das Ganze schon wieder nach einem Bogey aus. Denn um ehrlich zu sein, verlässt mich hier ein bisschen die Zuversicht, wie man hier puttet. Es ist irgendwie merkwürdig. Alles sehr, sehr merkwürdig. Minus 5. Ja, der ist dann nicht so stark gebrochen, wie wir uns das immer gedacht haben, ne? Ja, geht schon wieder sofort rechts weg. Geht schon wieder sofort rechts weg. A little more break than he was expecting as that one winds up undercutting the hole. Okay, also. Okay. Yeah, that's well done, though it is for bogey here at the par 3. And that's going to move him back down to even par. Tja, das ist nicht unser Tag. Also da schießen wir uns aus den Top 10. 494 yards of this green mile. And it is no walk in the park, is it, Frank? No, and the decision you have to make on the tee as well, Rich. You can see the stream all the way down the left side, plus the bunker on the right. So the decision is, do I hit 3 wood or something just short of the bunker, around 290 yards? Or do I have a club that can go 320 to the narrowest part of the fairway? So, fairway, longer shot, risk, shorter shot, your decision. Ja, das Problem ist heute definitiv die Distanzkontrolle. Wir haben einfach ein Problem mit den Distanzen hier auf diesem Platz. Das ist eine ganz, ganz andere Hausnummer als in Oregon, auf jeden Fall. So, jetzt macht er wieder praktisch den richtigen Start und die Kurve. That will be more than adequate. It's safely into the fairway. Noticeable breeze coming right to left as he eyes his second. Ein Eisen 5. Berg hoch. Müssten wir normalerweise ein Eisen mehr nehmen. Aber vorhin hat mich das unheimlich irritiert, warum der so weit geflogen ist. An dem Par 3. Also dass es dann doch so viel ausgemacht hat. Wo müssen wir hin? Wir müssen da oben aufs Plateau, wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, noch einen Birdie zu spielen. Okay, wir sind auf dem Plateau, aber er rennt durch. Well, had a good look at the green, but couldn't hash it in the rough now, wondering what might have been. 93, 97.
10. So, auch hier geht's wieder bergab. Okay. Also der müsste doch rollen. Der müsste doch jetzt hier rollen. So, jetzt rollt er wieder, weiß Gott wohin. Es ist nicht wahr, oder? Es ist nicht wahr. This is the time in the round you've got to really screw down the bolts in your head. Do not want to make back-to-back bogeys. Ja, das ist okay. Da sind wir jetzt so ein bisschen, muss ich jetzt ehrlich sagen, genau bei dem Thema Gameplay und. Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, was hier passiert ist. Also es hieß Rough. Wenn er im Rough liegt, dann kann es eigentlich nicht sein, dass er jetzt auf der Seite liegt, sondern er müsste auf der anderen Seite liegen. Und das finde ich jetzt schon spannend, weil jetzt muss ich hier übers Wasser spielen, bergab. Das ist schon eine interessante Geschichte. Also wenn man jemanden droppen lässt, dann lässt man ihn halt auf der rechten Seite droppen im Prinzip. Also ich kann das verstehen, dass man das programmtechnisch oder so nicht irgendwie hinbekommt, aber mich jetzt da hinten hinzustellen, dass ich übers Wasser spielen muss, finde ich schon ein bisschen wirklich ungeschickt, jedenfalls was das Regelwerk angeht. Also ich habe jetzt den vierten Schlag, also der Ball war nicht im Wasser, es ist kein Strafschlag, ich habe da also nicht gedroppt, in Anführungszeichen, sondern wenn, dann hätte ich natürlich rechts gedroppt, nicht näher zur Fahne. Naja, gut. Also, was diskutieren wir? Zu diskutieren gibt es ja eigentlich gar nicht viel. Ich bin halt nur ein bisschen, wie gesagt, jetzt auch ein kleines bisschen irritiert und ein kleines bisschen auch schockiert, warum jetzt der Ball hier von dem Grün runtergerollt ist und woanders bleibt er einfach sofort liegen und rennt wieder runter. Also, ich finde es jetzt gerade so ein bisschen, muss ich sagen, willkürlich. Also habe ich so jetzt einfach ein bisschen den Eindruck und was die letzten Bahnen angegangen ist hier auf diesen neuen. Und da würde mich einfach mal eure Meinung dazu interessieren, wenn ihr das Ganze jetzt hier verfolgt und seht. Bin ich da jetzt ein bisschen zu empfindlich oder ist es wirklich so ein wenig merkwürdig, dass der Ball einmal wie wild durchrennt und beim anderen Mal den Hügel jetzt an dem Par 3, wo wir ja den ja in die Welle gespielt haben, eigentlich nicht runtergerollt ist, kein Speed aufgenommen hat und hier rollt er uns praktisch runter. Und ich meine, so gewaltig ist jetzt hier auch nicht die Neigung. Also ich wie gesagt, ich finde es interessant und bin jetzt ein kleines bisschen irritiert, um es mal freundlich zu sagen. Er will, dass ich den jetzt wieder hier hochpitche. 93, 97, 15. So, jetzt geht's natürlich berghoch. Und er springt nach links. Okay. Beziehungsweise er wird nach rechts springen. Okay. Und der ist natürlich auch nicht drin. Es geht bergab. Über links. Und ich habe so das Gefühl, der wird wieder sofort nach links wegbrechen. Naja, okay. Okay, a shake of the head, as that one is finished off. And he'll drop back to one over par. So, wir werden hier richtig nach unten durchgereicht. 32, 30, 29. Okay, 29. Frank, that's one of the drawbacks of these one-round tournaments. You don't have time to ease into the swing of things, and this is going to be an out-of-contention finish. Yeah, I think the one-dayers are sort of fun, though, aren't they? Because if you play great, hey, it's done, and you get to win. But conversely, if it's not so good, you're down and out quick. So, for Frank Nabilo, Nota Begay III, Iona Steven, and a cast of hundreds, I'm Rich Lerner. You've been watching PGA Tour Golf on EA Sports. So long, everyone.
Jo, so, das waren sie also, die Endrunde, die Back 9 hier in Quail Hollow. Und ich muss ehrlich sagen, also der Platz hat mich jetzt ein bisschen geschafft und frustriert. Ich kann es gar nicht anders so sagen. Ich glaube, ihr habt es auch herausgehört. Die letzten vier Löcher, das war eine Katastrophe und ich bin da sehr, sehr unzufrieden. Und mit Sicherheit nicht perfekt gespielt, aber es ist wirklich schwer zu kalkulieren hier auf dem Platz, wie die Bälle hier rollen. Das hat mich schon arg, ja, ich will es mal so sagen, genervt. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich muss es sagen, wie es ist. Also das war schon sehr, sehr frustrierend. Und da ist man dann eigentlich auch wirklich froh, dass es rum ist. Also wie gesagt, ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich bin mal gespannt, wie ihr das Ganze seht. Habe ich jetzt hier ein bisschen überzogen oder ist das wirklich der Eindruck, den ich jetzt hier habe, dass es also ganz merkwürdig ist, wie sich hier die Bälle teilweise verhalten und ob das hier alles, ich sag mal, wirklich so mit rechten Dingen zugeht. Also man tut sich wirklich sehr, sehr schwer, aber vielleicht ist es halt einfach auch so, Quail Hollow, dass es ein schwieriger Platz ist. Die Grüns, definitiv haben wir gesehen, immer irgendwie, immer Schräglage, wir haben keinen geraden Putt, wir haben immer irgendwelche Bögen, Breaks drin, da gibt es natürlich andere Plätze, die sind auf den Grüns deutlich einfacher zu spielen, da gebe ich euch auf jeden Fall, oder ist einfach so, da will ich nicht widersprechen. Nichtsdestoweniger hatte ich jetzt folgendes, ist mir gerade aufgefallen, was ich auch ein wenig blöd finde, muss ich ehrlich sagen. Es kommt zweimal das gleiche Leaderboard. Ja. Zweimal das gleiche Leaderboard. Warum kommt kein Leaderboard, wo man dann die Punkte sieht, welche Punkte man bekommen hat oder eine weitere Spalte am Ende, wenn das Ding ja rum ist. Wir spielen ja schließlich um die Finals und da spielen die Punkte ja auch eine gewisse Rolle und da wäre es dann schon interessant, wie viele Punkte man von diesen 1000, die hier auf diesem Event hier vergeben wurden, dann auch dann verteilt wurden. Also auch hier eine kleine Anmerkung, könnte nicht schaden, wenn ihr hier die Punkte jedenfalls auch auflistet. Wir schauen mal, da ist er, der Erik Rosenquist. Auf einmal taucht er auf und auf einmal taucht er hier vor uns auf. 15. Das heißt, er ist praktisch zwei Plätze vor uns und jetzt wäre es natürlich schon interessant zu sehen, wie viele Punkte hat er gemacht, wie viele Punkte haben wir gemacht. Also schon spannend und interessant, wo jetzt dieser Erik Rosenquist auftaucht. Die ganze Zeit haben wir nicht gesehen, die ganze Zeit war er hinter uns und jetzt am Schluss ist er plötzlich vor uns. Okay, naja, wir haben auch wirklich die letzten vier Löcher. Wir waren ganz vorne dran, wir hätten theoretisch unter die Top 3 gemusst und haben es versaubeutelt, weil wir nicht die Pärchen gespielt haben, wie man sie hätte spielen sollen. Okay, Schwamm drüber, ist so. Wir gucken jetzt mal, wo wir mit den Punkten gelandet sind und wo wir letztendlich jetzt auch stehen. Vor dem Finaltag, ich denke, wir haben die Punkte gemacht. So, Pro-Pass Level Up, das wollte ich unbedingt auch noch schaffen, bevor die Season rum ist. Auf jeden Fall hier noch ein paar Punkte machen. Ich denke, ich werde auch vielleicht noch 1, 2, 3 Runden spielen, damit man noch die nächsten Punkte mitnimmt, weil ich glaube, diesmal gab es ein paar XPs. Okay. So, und wir haben uns qualifiziert natürlich für das Championship, für das große Event, für Pebble Beach Golf Links in Kalifornien. Okay. Und jetzt bin ich dann doch ein bisschen erfreut, denn wir schauen mal. Bingo. Wir haben 3.143 Punkte und haben somit mehr als 1.000 Punkte mehr als der Zweitplatzierte. Und das ist noch nicht mal mehr der Erik Rosenquist. Somit dürften wir ohne Probleme die Finals bzw. diese Tour gewinnen und damit eben auch extra Gummipunkte hier einheimsen. Das ist doch schön. Okay, und mit diesem Leaderboard, das uns sehr, sehr viel Hoffnung macht für Pebble Beach, was dann im Prinzip nur noch ein Schaulaufen ist für uns, sage ich recht schönen Dank. An der Stelle werde ich mich auch wieder ein bisschen beruhigen, wieder ein bisschen herunterkommen, denn es sieht dann doch gut aus, dass wir auf jeden Fall genügend Punkte hier eingeheimst haben. Wobei wir immer noch die Frage haben, warum steht bei mir immer noch Events 4, während bei allen anderen 8 und 9 steht? Warum steht hier nur 2 bei Turniersiegen und 3 Top 10? Also sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Mittlerweile müsstet ihr ja auch alle schon das Update für den Ryder Cup heruntergeladen haben. Ich überlege gerade, heute ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag zum Ryder Cup. Müsste eigentlich theoretisch diese Folge bei euch zu sehen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß und der
europäischen Mannschaft viel, viel Erfolg, dass sie genauso gut abschneiden wie die Damen jetzt beim Solheim Cup am Wochenende. Das war ein Spitzenevent, das war spannend bis zum Schluss und eine Spanierin hat in Spanien tatsächlich den entscheidenden Putt gemacht zum 14:14 und das ist denkbar knapp, denn bei diesem Event ist es so, die Titelverteidiger brauchen nur even sozusagen, die andere Mannschaft muss besser sein, 14,5 Punkte und mit 14:14, das ist das äußerst knappeste Ergebnis, mit dem man eben die Trophäe behält. Für die Europäer sieht es diesmal umgekehrt aus, sie haben verloren, sie wollen den Cup zurückhaben, den Ryder Cup. Das heißt, die Europäer müssen 14,5 Punkte machen. Da ich hoffe, das werden wir am Wochenende sehen, diesen Freitag, Samstag, Sonntag Ryder Cup. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns demnächst wieder hier auf dem Kanal. Bis dahin wünsche ich euch allen ein schönes Spiel.